Aloha und herzlich willkommen zu einer Texapack-Vorstellung. Ja, das ist die allererste Texapack-Vorstellung, die ich auf diesem Kanal hier mache. Und eigentlich hatte ich das schon zweimal vor, nämlich einmal bei dem Texapack Smoothic, weil ich das wirklich auch sehr, sehr geil fand. Und bei dem Texapack Swex POPD Craft, weil ich es davor hier eine Zeit lang benutzt habe. Allerdings waren es beides Texapacks, die schon, ja, jetzt in dieser Minecraft-Community hier in der deutschen sehr häufig benutzt wurden und auch häufig schon vorgestellt wurden. Da fand ich das ein bisschen unnötig. Dieses Texture-Pack allerdings benutzten sehr, sehr wenig Leute. Also ich kenne eigentlich niemanden außer Let's Rock Minecraft, die dieses Texture-Pack benutzen, und das Texture-Pack ist von Let's Rock Minecraft gemacht. Deswegen kenne ich außer den Machern niemanden, der es benutzt. Von jetzt den Let's Playern her jetzt in Deutschland. Und deswegen finde ich es gerade extrem geil. Also nicht nur, weil es keiner benutzt, sondern einfach, weil es mir auch sehr, sehr gut gefällt. Und das ist ein Texture-Pack, was auf RPG ausgelegt ist. Allerdings habe ich es jetzt getestet und es ist auch wirklich sehr gut für PvP geeignet. Und ich werde, bevor ich jetzt lange hier rum erzähle, direkt mal anfangen. Ihr seht schon, es sieht schon alles sehr anders als sonst. Wir gehen einmal jetzt nach unten hier, in die Katakomben. Dum, 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 dum. Clear weather. Set daytime. So, hier sehen wir schon eine Auflistung der Items. Es ist ein 32x32 Texture-Pack. Es ist das Atrundal Texture Pack, was auf DokuCraft basiert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich benutze es erst seit kurzem und es ist mir so ans Herz gewachsen, es ist mein absolutes Lieblings-Texture Pack und ich werde es jetzt auch weiter benutzen. Und ich habe auch gesehen, dass sehr viele Zuschauer schon gesagt haben, ey, das gefällt mir nicht mit dem anderen Texture Pack. Also es gibt schon ziemlich Kritik darüber, weil es einfach ein sehr, ich sag mal, ungewohntes Texture Pack ist. Ich musste mich am Anfang auch erstmal dran gewöhnen. Ich fand es auch erst komisch, habe es dann doch benutzt, weil es halt fürs Bauen eines der geilsten Texture-Packs überhaupt ist. Hab gedacht, ja, okay, ist eher so ein Texture-Pack, was man zum Bauen benutzt. Dann ist es bestimmt für PvP nicht geil. Quatsch. Im Gegenteil, es ist für alles geil, denn die Rüstungen haben verschiedene Texturen, was mir halt sehr, sehr geil gefällt, also sehr, sehr gut gefällt. Das ist schon das, was mir bei Swex POPD am besten gefallen hat. Nämlich bei Swex war es so, dass die mit Eisenrüstung so aussieht, als hättest du wirklich so einen Schweißerhelm. Die Lederrüstung war so zerfetzt. Die Goldrüstung sah so aus, als hättest du eine Krone mit so einem Königsanzug und so weiter. Und hier ist es auch so, die Rüstungen sehen alle anders aus. Nicht einfach nur die gleiche Rüstung viermal oder fünfmal in einer anderen Farbe, braun, gold und so, sondern wirklich die Rüstungen sehen alle sehr individuell aus. Das gefällt mir richtig gut. Das ist das, was ich bei Texture Packs, also das, was, wo ich fast den größten Wert drauf lege, weil ich halt sehr, sehr viel PvP mache. Mir geht es wirklich sehr, sehr stark um Ausrüstung und Waffen. Wenn dann auch die Blöcke und die Umgebung geil aussieht, dann ist für mich alles perfekt und das tut es. Deswegen. Und warum es für PvP geil ist, kann ich euch folgendermaßen sagen. Man sieht sofort von Weitem, ob der Gegner eine Lederrüstung anhat, ob der Gegner eine Kettenrüstung, Eisenrüstung, Diamantrüstung oder Goldrüstung anhat. Das ist bei manchen Texture-Packs schwer zu sehen. Dann sieht man von Weitem sofort, ob der Gegner ein Holzschwert oder ein Steinschwert oder ein Eisenschwert in der Hand hat. Und das ist auch sehr, sehr wichtig im PvP, weil es gibt manche Texture-Packs, da sieht ein Holzschwert fast so aus wie ein Steinschwert oder ein Steinschwert sieht fast genauso aus wie ein Eisenschwert. Und das ist etwas, was mich richtig stört. Hier ist das Holzschwert halt sehr simpel, also einfach nur so ein Holzstängchen. Das Steinschwert ist sehr, sehr breit, was mir wirklich richtig gut gefällt. Das ist fast mein Lieblingsschwert, zusammen mit dem Goldschwert, weil es glaube ich auch so breit ist. Ne? Das sind beides so breite Schwerter. Das Eisenschwert ist sehr, sehr schmal und dann halt, also aber eine sehr, sehr eigene, sehr geile Textur. Und das Diamantschwert ist wieder so ähnlich wie das Eisenschwert, nur halt aus Diamant. Das ist wirklich geil. Ich zeige euch die Rüstung jetzt gleich noch im Näheren. Was mir auch bei Texture Packs sehr gut gefällt, ist, wenn Äxte so aussehen wie so Kriegsäxte hier. So wum, 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 wum. Gefällt mir auch richtig geil. Gefällt mir, ich sage mal, gefällt mir geil. Ich meine, gefällt mir gut. So, wir gucken einmal eine ganz komplett Übersicht von den Blöcken. Die können wir uns hier gut angucken. Ja, hier sehen wir Wasser und Lava. Die Lava gefällt mir auch sehr gut. Das ist alles eine Sache von Gewöhnung. Am Anfang fand ich alles ein bisschen komisch. Vor allem die Erze. Mittlerweile will ich kein anderes mehr benutzen. Ich mein's wirklich so, wie ich sage. Dieses Texture Pack gibt mir so ein neues Spielgefühl. Plötzlich macht alles für mich einfach viel mehr Spaß. Und das ist einfach der Grund, warum ich das so gerne nehme. TNT sieht auch geil aus in so einem Dynamitfass. Richtig geil. Die Ender-Truhe sieht auch geil aus. Wie so ein Ender-Kopf. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, die Items, die Blöcke, die haben einfach eine geile Textur. Wenn ich jetzt zum Beispiel Survival Games oder sowas spiele, dann kommt es mir echt vor wie ein neues Spiel, weil es einfach so neu und so geil aussieht. Also mir gefällt dieses Texture Pack einfach sehr gut. Also Respekt an Let's Rock Minecraft, die das umgerüstet haben von DokuCraft ausgehend.
Hier sogar das Inventar mit diesen roten Naht-Buttons hier gefällt mir wirklich sehr gut. Auch der Menüknopf hier, also die Menüleiste, sehr, sehr schön. So, dann ziehen wir mal ein paar Rüstungen an. Als allererstes zeigen wir mal die Lederrüstung. So, was mir sehr gut gefällt, ist die Lederkappe. Die ziehe ich auch oft einfach an, so zum Rumlaufen, weil die einfach Style hat. So, ist richtig stylisch. Yeah. Yeah, Stylo Milo, yeah. So, der Rest sieht halt aus wie so zerfetzte Lumpenkleidung. Finde ich auch sehr geil, weil ja, Lederrüstung soll halt ranzig aussehen, ne? So, dann. Ja, die Kettenrüstung muss ich unbedingt jetzt nicht extra angucken. Eisenrüstung sieht halt auch aus wie eine. Ich zeig einfach mal alles schnell durch. Die Eisenrüstung sieht halt einfach aus wie so ein gepanzerter Ritter. Gefällt mir auch sehr gut. Mit diesem Handschutz da, ist sehr geil. Die Goldrüstung sieht fast genauso aus, nur noch ein bisschen anders gepanzert. Erinnert mich immer sehr stark an den goldenen Ritter von Playmobil. Finde ich aber sehr, sehr cool. Also hat auf jeden Fall was. Ja, und dann die Diamantrüstung hat nochmal eine sehr ja, besondere Textur. Dieses, da oben dieser Helm mit dem Kristall drin und also wirklich geil. Also mit dem Diamant drin. Also gefällt mir wirklich gut. Also die Rüstung, die sind für mich absolutes Highlight. Von diesem Texture Pack. Die Waffen zeige ich nochmal. Holzschwert, Steinschwert, Eisenschwert, Diamantschwert, Goldschwert. Das sind ja das, was man im PvP einfach oft in den Händen hält. Also das Goldschwert sieht so aus, wenn du es in der Hand hältst. Und wenn andere Spieler es in der Hand halten, halt so. Diamantschwert. Eisenschwert. Man kann es halt von Weitem sofort erkennen. Hat er jetzt ein Eisenschwert oder ein Steinschwert? Ja, das erkennt man sofort. Das ist halt für PvP mit das Wichtigste, dass man die Waffen sofort auseinanderhalten kann. Und das Holzschwert. Ja, nochmal hier aus der Sicht. Richtig fettes Steinschwert. Das gefällt mir einfach geil. So ein fettes Schwert. Da hat man richtig Bock, den Gegner so richtig bam, bam, bam in die Fresse zu hauen. So, weil das so ein schönes, fettes Schwert ist. Das ist einfach geil. So. Das ist das, ne? Ah, die Rüstung können wir auch mal wieder in die Truhe packen hier. Dam, dam, dam. Gegenstände zerstören. Was gibt es hier noch in der Truhe? Farbstoff. Ah ja, das Enderauge finde ich auch sehr geil. Also die Enderperle sieht halt aus wie die Enderperle, nur eine bessere Textur. Das Enderauge sieht schon so ein bisschen so aus wie das von Herr der Ringe, ne? Ja, dieses. Das rote Auge. Geil. Gefällt mir auch sehr gut. Dum, 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 dum. Ja, hier sehen wir dann auch so Eisenbarren und Goldbarren. Finde ich auch sehr cool. Hier Fleisch, rohes Hühnchen, gebratenes Fleisch, rohes Fleisch, Fisch. Also sieht alles sehr, sehr cool aus. Das, was mich, also was ich wirklich mit am allergeilsten finde, ist die leere Schüssel und die volle Schüssel, Pilzsuppe. Erstmal sehen die Pilze schon geil aus. Also ich nehme mal eine leere Schüssel hier. Erstmal sehen die Pilze schon geil aus. Also alle Pilze, die mit gepunkten sind, sind die normalen roten Pilze. Die haben drei verschiedene Texturen. Lila, dieses Pinkrot und dann dieses Orangerot. Und dann sind das hier die normalen braunen Pilze. Die haben auch drei verschiedene Texturen. Einmal ein breiter Pilz, einmal drei Pilze, also so als so Dreierpack, und einmal als dünner Pilz. So, nehmen wir jetzt davon einen Pilz. Da kann man nicht, wenn man im Dingens ist. Hoppala. Ich will die Pilze nehmen. So. Aha, wenn man. Achso, jetzt kann ich sie. Ah, so kann ich sie nehmen. So. So. Wenn wir jetzt diese Pilze hier. Ach, wenn wir im Game Mode sind, können wir ja nicht einfach sowas craften. Werk, Bank. So. Craften wir mal schnell was. Wenn wir jetzt die Pilze hier mit der leeren Schüssel reinpacken, dann bekommen wir halt die Pilzsuppe und das sieht halt aus wie so ein Humpen Bier. Oder mit so einem. So ein geiles. Also. Finde ich sehr, sehr cool, weil damit kann man zum Beispiel, wenn man so ein RPG-Server spielt oder einfach Rollenspiel oder so, kann man halt so tun, als wäre man im Gasthaus und hat halt einfach was zu trinken, so. Finde ich sehr, sehr cool. Das macht mir einfach, ja, extrem Spaß, weil ich jedes Mal feier, wenn ich das sehe. Und gefällt mir einfach gut. Jetzt haben wir zwei volle. Magie. Ja, Cookies und so, sieht alles sehr schön aus. So. Ja, das sind die großen Pilze. Die sind so hellblau und so dunkelrot. Das sind die Bäume, die verschiedenen. Hier sieht man noch eine Übersicht aus den verschiedenen Erzen, den verschiedenen Blöcken und so weiter und so fort. Ja, hier sind die Truhen. Dim-dim-dim-dim. Hier ist nochmal TNT. Da brauchen wir auf jeden Fall noch was für später. Und ein bisschen Redstone-Kabel. So. Hier ist das Boot.
Ja, sehr, sehr cool. Die Monster sind jetzt unten in dieser Höhle drin, hier in dieser Welt. Das finde ich persönlich blöd, weil ein Nachteil, finde ich, hat dieses Texture Pack, wenn man sich zum Beispiel irgendwas betrachten will. Man kann nicht so gut Vitrinen machen, da das Glas so, ja, so ge streift, ja, so geriffelt ist. Deswegen zeige ich euch die wichtigen Monster jetzt einfach an der Oberfläche und spawn die einfach selber. Ich muss ja jetzt nicht alle Monster zeigen, aber so die schönen, echt, hier oben auf dem Berg. Gehen wir mal schnell hin. Dann kann ich euch die besser zeigen. Als allererstes möchte ich euch mal die Schweine zeigen, weil hier gibt es auch wirklich eine große Auswahl. Einmal gibt es diese ganz normalen Schweine, wie man sie halt kennt, pinke Schweinchen. Dann gibt es so Eber mit so Hauern und so süßen Streifen. Dann gibt es einmal Eber mit blauen Augen, einmal Eber mit roten Augen. Ah, ich bin böser Eber. Dann gibt es nochmal ein Eber mit anderen Augen, müde, wach. Also es gibt wirklich sau viel verschiedene Texturen. Dann nochmal mit blauen, hier Hausschwein. Aber es gibt auch einen braunen, genau, es gibt noch einen braunen ohne Streifen. Also so ein wie das Schwein nur in braun. Es gibt echt extrem viel verschiedene Schweine. So sieht es auch bei Kühen und Schafen aus. Dann die Monster. Zeigen wir mal Creeper. Da gibt es nämlich auch ziemlich viele verschiedene. Dim, dim, dim. Einmal hier ein Creeper mit so einem Skelettkopf. Nochmal Skelettkopf. Dann ein Creeper mit einer Rüstung. Oh, alle mit Skelettkopf. Dann ein ganz normaler Creeper. So pur. Creeper mit halber Rüstung. Dann andere Farbe. Oh, so ein trauriger Creeper. Und auch so ein Creeper, der so komisch guckt mit so einem verbauten Gesicht. Oh, sei nicht traurig. Sei nicht traurig. Was auch sehr, sehr geil ist. Oh, da ist ein Blitz eingeschlagen. Was auch sehr, sehr geil ist, sind Explosionen in diesem Texture Pack. Das könnt ihr jetzt sehen. Nein, ich wollte, dass du explodierst. Ja, habt ihr die Explosion gesehen? Nochmal. Die explodiert halt. Ich finde, die Explosion sieht sehr geil aus. So, das ist der Mond. Gerade wenn es dunkel ist, auch kann man auch mal sehr schön sehen. Finde ich sehr, sehr gelungen. Sieht einfach sehr, sehr cool aus. So, was für Monster sind noch interessant? Welche Monster laufen dir ständig über den Weg? Endermänner sind eigentlich relativ neutral geblieben. Hoppala. Ja. Die verschwinden sofort. Ich kann nicht die Endermen abspawnen, die verschwinden sofort. Okay. Egal. Die sind auf jeden Fall sehr schwarz. So. Gibt es noch ein wichtiges Monster, was man unbedingt sehen muss? Zombies vielleicht. Zombies, Zombie-Pikmin können wir auch direkt. Ja, und dann auch Villager, dann Dorfbewohner. Die Dorfbewohner muss ich sagen, naja, die normalen Dorfbewohner fallen mir jetzt auch nicht so gut, aber die gefallen mir jetzt auch nicht so gut. Also, die sehen halt einfach so aus wie so. Keine Ahnung, gibt es halt Metzger hier. Gibt es halt solche Leute, solche in grün. So kleine Dorf. Also, ich muss sagen, die sind jetzt nicht besonders schön, aber auch nicht besonders hässlich, einfach neutral. Also mir persönlich gefallen die jetzt nicht so mega gut. Ja, neutral halt. Dann Zombie-Pikmin. Sehen auch sehr cool aus, hier mit den fetten goldenen Schwertern. Ja, gefällt mir sehr gut. Dann ganz normale Zombies mit der normalen, mit dieser Rüstung da. Rüstung. Dann hier mit einem. Nochmal mit einer anderen Rüstung. Dann nochmal mit einer anderen Rüstung. Da also gibt es auch sehr viel Variation. Okay. Ja. Das waren so die Monster und die grobe Übersicht. Ich würde einfach mal sagen, das war so das Grobe, was man zum Texture Pack sagen kann. Ah, doch, eine Sache, die muss ich euch unbedingt noch zeigen. Gibt es auch viele verschiedene Arten von. Zeige ich euch anhand von Holzblöcken jetzt mal. An Holzsäulen. Ja, einfach mal ganz normales Fichtenholz. Opala. Das finde ich auch geil. Es gibt hier wie viele Sachen, die mit Connected Textures so gemacht sind. Sagen wir mal, ein Holzblock, ja, ist ja nur so ein Holzstamm, wie man es gewöhnt ist, ne? Wenn man aber jetzt vier Holzstämme nebeneinander legt, was passiert dann? Einfach nur vier Holzstämme nebeneinander? Falsch! Bei diesem Texture Pack wird es ein großer Stamm. Das gefällt mir einfach richtig, richtig gut, damit man so große Bäume bauen kann. Oder halt. Ja, fette Säulen für, ja, besonders schwere Gebäude oder besonders große Sachen, dass man so fette Holzsäulen bauen kann. Also finde ich richtig geil, dass man da dieses Connected Textures eingebaut hat. Außerdem hat dieses Texture Pack viele verschiedene Sub-IDs, das zeige ich diesmal nicht. Für alle, die nicht wissen, was Sub-IDs sind, kann ich gerne nochmal ein extra Videos zu Sub-IDs machen. Da gibt es auch sau viele verschiedene von. Wird wahrscheinlich vielen jetzt nichts sagen. Und ansonsten, ja, das ist so das Texture Pack.
Ich weiß, dass es viele jetzt kritisiert haben in den letzten Videos und ich weiß, dass es viele das nicht so gut fanden. Lasst euch einfach mal drauf ein, lasst es ein bisschen auf euch wirken. Im ersten Moment ist es einfach ungewohnt, weil es so sehr anders aussieht als normalerweise. Aber mir persönlich gefällt es sehr gut, es ist auf jeden Fall mein Lieblings-Texture-Pack. Und ich werde es jetzt auch erstmal, ich werde es nur noch benutzen. Und wenn das nicht gefällt, tut mir leid. Mir gefällt das umso besser. Dann würde ich einfach mal sagen, wenn euch das Texture Pack gefallen hat, lasst eine positive Wertung da. Wenn ihr jetzt öfter mal so Texture Packs oder Mods oder sowas auch mal von mir sehen wollt, schreibt es auf in die Kommentare. Ich habe da auf jeden Fall Bock drauf. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr habt jetzt mit dem Texture Pack noch ein paar Eindrücke bekommen. Das Skin Pack wird auf Freitag verschoben. Dazu hat Justin ein Video heute auf seinem Kanal hochgeladen. Schaut es euch an und bis zum nächsten Video. Ciao. Tschüss, Leute. Oh, das hat Bumm gemacht. Ciao.